meine Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle Die, ich bin zertifizierte Kartenlegerin und auch Numerologin sowie auch Musikerin. Du bekommst jetzt hier mein Wochenorakel für die aktuelle Woche und das ist hier für alle Sternzeichen gedacht. Das heißt, es funktioniert nach deiner Intuition, aber ich werde dir das Step by Step erklären, wenn du zum Beispiel neu auf meinem Kanal bist. Am Ende von meinen Videos gibt es immer eine musikalische Darbietung von mir, entweder eines meiner Videoclips oder vielleicht etwas Aufgenommenes auf irgendeine andere Art und Weise. Also lass dich einfach überraschen, erfreu dich hier einfach, entspann dich vor allen Dingen. Ich möchte gerne, dass es euch hier allen gut geht. Sämtliche Informationen über mich gibt es auch auf meiner Webseite. Meine Webseite, die habe ich dir unten in der Infobox, gerade hier unter dem Video, verlinkt. Jetzt erstmal möchte ich auch sehr, sehr gerne wissen und ich bin auch sehr gespannt, was denn die neue Woche für uns bereithält. Und wir schauen einfach mal rein. Ich arbeite gerade an meinem eigenen Kartendeck. Das heißt, ich illustriere mein Kartendeck selbst. Das werden auch Energiekarten, also Orakelkarten, wie man sie halt so kennt, in Hülle und Fülle. Und ich bin gerade dabei, so etwas selbst zu zeichnen, ja. Und ich stelle immer wieder auch neue Entwürfe auch vor, auch fertige Zeichnungen, aber auch eben Entwürfe. Meine Videos, ob das nun das große Monatsorakel ist für den Juli, im großen Monatsorakel, da ist der Link auch hier unten. Da kannst du dann auch nochmal einfach mal gucken, was so der gesamte Monat tendenziell für uns parat hat. Das sind übrigens hier allgemeine Legungen. Die sind natürlich für ganz, ganz viele Menschen, die das hier anschauen. Und die ersetzen keine persönliche Legung. Sie resonieren sehr oft sehr, sehr stark, ja. Aber halt auf so einem ganz individuellen Level ist das halt kein Vergleich. Mit meinen Energiekarten, und die zeige ich dir dann auch gleich mal, kann man sich auch sehr, sehr gut wirklich selbst die Karten legen. Und ich werde euch jetzt einfach mal meine beiden Entwürfe bzw. auch schon teilweise fertigen Bilder gleich mal zeigen. Und dein Job ist es, einfach mal dich ganz kurz zu entspannen. Erde dich gut, bitte überkreuze nicht, so wie ich jetzt. Schau, dass deine Füße wirklich gut auf dem Boden sind, dass du ganz bequem auch wirklich dich schwer machst, dich verbindest mit der Erde. Wir machen eine ganz kurze Meditation und das soll einfach so ein ganz kleines Ritual sein für dich, damit du einmal so den Alltag loslässt und einfach einen kleinen Moment hier mit mir, mit uns allen verbringst, um mal wirklich loszulassen. Und das ist gar kein Scherz. Also wenn wir das wirklich visualisieren, dann ist das eine Energie, die wir auch einladen. Stell dir einfach mal vor, dass so ein wunderschönes Licht. Ich finde es zur Reinigung ist einfach so, wir stellen uns mal so ein transparentes Licht vor. Und wir atmen das mal so ein gemeinsam, ja, und das soll so reinigen einfach von dem gesamten Stress, von sämtlichen Dingen, die du vielleicht mit dir herumschleppst, aber nicht mehr möchtest, ja. Und das soll dann einfach mal beim Ausatmen so richtig schön in die Erde gehen und abfließen. Bereit? Wir atmen ein. Und alles, was bleiben soll, soll bleiben und was abfließen soll in die Erde, soll nun gehen. Gut, wunderbar. Dann zeige ich dir jetzt mal die beiden Bilder. Du kannst in aller Ruhe eines der Bilder auswählen, einfach auswählen intuitiv. Und ich werde dann quasi daraus, euch so, dann werdet ihr so zwei Gruppen quasi sein. Und dann wird es dann auch verschiedene Tendenzen geben für die neue Woche. Und wenn du etwas mehr Zeit brauchst zum Auswählen, kannst du natürlich auch dieses Video anhalten. Und dann beginne ich auch gleich. Okay. Ich gehe davon aus, dass du nun gewählt hast und ich beginne nun zu lesen. Wenn du hier dieses Bild ausgewählt hast, dann kommen einfach deine Botschaften für die neue Woche. Das können Tendenzen sein, das können auch Tipps sein, wie du Dinge besser machen könntest, verändern könntest, etc. Ich lege dir das Bild einfach mal hier hin, dann für die, die vorspulen möchten,
Ihr seht dann einfach, dass das Bild hier ist, welches aus welchem ich lese. Man kann es jetzt nicht so toll sehen, aber ich glaube, ihr seid schon ja im Bilde, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Gut, schauen wir einfach mal rein. Das ist ein ganz allgemeines Orakel hier für die neue Woche, wie ich schon gesagt habe. Und die wollen schon, und ich bin da einfach sehr, sehr intuitiv mit den Karten. Es gibt Zeiten, da mische ich sehr viel, und es gibt Zeiten, da ploppen die mir einfach entgegen, und das ist gerade so. Wie gesagt, also im richtigen Juli-Orakel, wo ihr auch den Link habt, da bekommt ihr auch nochmal separat sämtliche Themen aufgezeigt. Und hier gucken wir einfach, was wichtig wäre für euch noch und was ein Gewicht hätte in dieser Woche. Die erste Karte, wir haben den Narren. Und da fällt mir wirklich ein, so eine Narrenfreiheit vielleicht zu haben einerseits. Zum anderen kann das auch ein Kinderthema bedeuten. Vielleicht kann es auch Kindheit bedeuten. Vielleicht kann es auch ein Thema in Bezug auf Kinder sein. Es kommt natürlich jetzt wieder ganz drauf an, ob du Kinder hast selbst, ob du mit Kindern zu tun hast oder ob du einfach ganz locker flockig quasi in die Welt hinausgehst und sehr sorglos bist. Das kann auch sein, dass du einfach sehr sorglos bist, kein Gewicht auf dem Herzen hast und hier vielleicht auch ein bisschen mehr feierst, ein bisschen mehr ausgehst. Oder wirklich auch aus deiner Kindheit Themen bearbeitest. Das kann es halt auch sein. Also, das, ob das jetzt nur eine gute Tendenz ist oder vielleicht eine zu große Sorglosigkeit, das wird uns dann die nächste Karte zeigen. Und da haben wir die Prinzessin der Schwerter. Und es kann sich auch vielleicht um Probleme mit Kindern handeln, Entschuldigung, oder um ungezogene Kinder auf eine Art oder um sehr manipulative Kinder irgendwie. Und warum ist das so? Vielleicht sind das irgendwie solche Dinge, die da geklärt werden. Das Luftelement bringt immer eine Klärung rein. Und das Luftelement kann einen Streit bedeuten, muss es aber nicht unbedingt. Es kann auch einfach wirklich eine Kommunikation sein zum Thema Kindheit. Vielleicht kommen auch alte Themen noch hoch. Vielleicht gab es Streitigkeiten in deiner Kindheit oder es gibt Streit mit Kindern oder in Bezug auf Kinder oder zumindest Diskussion. Ja, also das ist so das, was ich hier leider sehe. Vielleicht kritisiert auch jemand irgendwie deine Sorglosigkeit. Schauen wir mal weiter. Und jetzt will dieses Deck hier, ja. Also ich arbeite hier übrigens mit dem Thoth Tarot. Das war jetzt das Thoth Tarot vom Urania Schweiz Verlag, ja. Und jetzt mische ich noch einmal mit dem Dark Fairy Tarot vom Los Carabeo Verlag. Ja, ich hab's wieder. So, die nächste Karte wären die drei der Stäbe. Und die drei der Stäbe sagt mir, weißt du, das erste Wort, was mir hier einfällt, ist Streben. Ja, ich weiß nicht, Streben oder dass man schon eine gewisse Stabilität, eine gewisse Basis erreicht hat. Vielleicht kommt dir dieses Thema, ob das nun Kinder ist, ob das Kindheit ist, ob das eine übertriebene Sorglosigkeit ist, ja. Vielleicht kritisiert auch jemand deine Sorglosigkeit in irgendeinem Bezug, ja. Vielleicht sind es irgendwelche Süchte auch oder irgendwas, was du vielleicht nicht so unter Kontrolle hast, okay. Aber mir sagt hier, was auch immer das Problem sein könnte für dich, und das ist wieder für jeden was anderes, du bist trotzdem über der Hälfte des Berges. Also das heißt, falls es ein Ding ist, also ein Thema ist, was du heilen wolltest oder am Heilen bist, dann sagen mir auf jeden Fall die Karten, du bist wirklich schon über die Hälfte des Weges angelangt. Ja. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas sehe. Ich nehme gerade noch eine andere Karte. Wir haben jetzt hier den Mond. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass hier einfach Dinge unklar sind, dass du vielleicht, weil es echt um irgendein Kinderthema oder Kindheitsthema geht. Und ich glaube, du wirst auch genau wissen jetzt für dich, was es sein könnte. Also der Narr, der steht auch wirklich für den Anfang von etwas. Ja, vielleicht beginnst du auch ein neues Projekt. Oder du beginnst etwas Neues in deinem Projekt, ja, oder in deinem Beruf und es ist wirklich noch chaotisch. Das kann auch sein, dass es auch wirklich Chaos herrscht, auch in der Firma. Ja, das kann sich auf alles beziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für viele Leute auch einfach in der Firma Mitarbeiter gibt, die da zum Beispiel zu sorglos sind, ja. Also du musst dir vorstellen, alle Facetten von Chaos kann das hier repräsentieren. Wir sind in einer allgemeinen Legung, ja. Ich muss da so ein bisschen gucken, dass ich euch alle abhole hier. Genau, und ich sehe hier aber den Mond und der Mond sagt mir, entweder gibt es Geheimnisse,
Vielleicht gibt es Dinge, die dir nicht so klar sind, vielleicht aus deiner, also was vielleicht in Bezug auf deine Vergangenheit oder in Bezug auf dein Thema, was hier vielleicht entweder mit einer Unreife zu tun hat oder mit Kindern tatsächlich zu tun hat. Und mir kommt auch hier ganz stark rein, dass vielleicht Leute, die erwachsen sein sollten, sich hier kindlich verhalten. Das ist so das, was mir hier noch so reinkommt. Wahrscheinlich hast du nicht alle Informationen. Und weißt du, was ich ganz, ganz interessant finde? Also das sind ja eigentlich die drei der Stäbe. Und die drei der Stäbe hatte mit der Karte der Mond nicht so viel zu tun. Aber wenn du mal schaust, hier auf dieser Karte, jetzt in diesem Deck, ist da so ein Mond drauf, ja? Ich hoffe, ihr könnt es von hier sehen. Und hier haben wir aus einem ganz anderen Tarot-Deck wirklich tatsächlich den Mond. Und was mir auch noch vollkommt, ist irgendwie Weiblichkeit. Also vielleicht hat es auch im weiteren Sinne auch mit Mutterschaft zu tun, ja? Also Weiblichkeit, wirklich so die Mondkraft, auch die Hohepriesterin ist ja eine sehr weibliche Karte. Da sind ja auch die Mondphasen so. Auf jeden Fall ist das auch in Bezug eben mit dem Mond auch diese Karte. Und mir kommt hier auch in diesen Zusammenhang wirklich Weiblichkeit rein und Prinzessin der Schwerter ist ja auch eine Prinzessin und auch nicht der Prinz der Schwerter zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, hier gibt es Themen vielleicht mit Frauen oder was Frauen oder mit der eigenen Weiblichkeit. Das kann es halt auch noch sehr, sehr stark sein. Vielleicht gibt es da Geheimnisse, wie gesagt, oder Dinge sind einfach noch sehr unklar. Genau. Also das ist halt das, was ich für die neue Woche sehe. Jetzt besonders die finanzstarken Karten oder besonders viel Romantik oder irgendwas sehe ich hier nicht. Aber ich sehe eigentlich, dass hier so fünfe gerade auch sein lässt. Ja, das ist auch wirklich, der Narr sagt uns auch, also erzählt uns auch von Lebensfreude und davon, dass man dann auch mal wirklich das Leben genießt. Ja, auch wenn vielleicht auch, ja, trotzdem auch viel Arbeit vielleicht auch ist in dieser Woche gerade mit den drei der Stäbe. Das kann für einige von euch eben der Fall sein. Oder bei einem anderen Thema, wo du das Gefühl hast, bin ich schon so weit oder bin ich schon irgendwie über den Berg oder ist es immer noch so viel, was ich da noch tragen muss oder was da noch zu bearbeiten ist. Und das Tarot sagt mir aber, doch, du machst schon Fortschritte und es ist gut. Was auch immer dein Thema jetzt hier ist, ist das noch deine Message für dich. Okay, vielen herzlichen Dank, wenn du hier dieses Bild von der Dame gewählt hast. Gehen wir nun weiter. Gehen wir nun gerade weiter hier, wenn du diese Karte gewählt hast. Und was mir hier auffällt, also auch schon beim Dekorieren, ich weiß nicht, wenn du meine Videos schon kennst, dann waren die Wochenorakel ja immer so vom Stil ein bisschen anders, ja. Und irgendwie, ich hatte jetzt auch heute so Lust, mir so ein Kleid hier anzuziehen, weißt du? Ja, und das alles so ein bisschen. Und ich habe hier auch wirklich Frauenbilder hier auch gewählt. Also es ist irgendwie so wirklich so eine weibliche Energie, so eine venusianische, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat mich das so übermannt. Und das passt, finde ich, auch irgendwie zu der Legung davor. Ja, also es ist vielleicht auch kein Zufall. Dann gucken wir einfach mal hier rein bei euch, falls du dieses Bild gewählt hast. Schauen wir doch mal, was so deine Wochentendenzen sind. Die erste Karte, oh, wären die Neun der Schwerter. Und die Neun der Schwerter zeigt mir einfach an, dass man sich vielleicht ein Kopfkino macht, dass man sich große, größte Sorgen macht um etwas. Aber trotzdem, wir sehen hier Sorgen, Albträume. Vielleicht gibt es einen triftigen Grund dafür, ja. Vielleicht sind es aber auch mehr so Hirngespinste. Das kann es auch bedeuten. Kann sein, dass dir einfach etwas oder jemand Sorgen bereiten könnte in dieser Woche. In welchem Themenbereich könnten diese Sorgen liegen? Ass der Kelche. Ass der Kelche sagt mir immer etwas über die Liebe, über Gefühle. Vielleicht hast du in deinem Gefühlsbereich etwas, was dir Sorgen bereitet. Und mir kommt hier rein, es könnte für einige von euch echt so
wirklich ernsthaftere Verstimmung sein, vielleicht sogar in Richtung Depression oder so. Aber natürlich nicht für jeden, das ist das, was mir hier intuitiv gerade reingekommen ist, ja. Also wie ich schon gesagt habe, es ist halt eine allgemeine Legung, ne? Und die kann halt auf dich stark zutreffen, muss es aber auch nicht immer so. Jetzt wollen die Karten, genau die wollte mich jetzt gerade... Jetzt ist gerade noch eine rausgefallen. Zwei sind rausgefallen. Krass, krass, krass. Krass, also ich habe das Gefühl, dass irgendwie wirklich, weil ich habe jetzt die gar nicht gemischt, aber sie hatten mit mir so schon so, weißt du, also die rufen mich echt diese Karten und wir hatten, und da ist mir jetzt gerade noch die drei der Stäbe rausgefallen. Ich habe mir so gedacht, eigentlich ist es blöd, wenn ich jetzt nicht mische, aber irgendwo ist es doch einfach auch so, dass sie mich gerufen hat. Okay, also hier sind nochmal die drei der Stäbe rausgefallen. Ich habe nochmal gemischt und ganz ehrlich, Leute, hier haben wir auch noch schon wieder das Ass der Stäbe, also von der Qualität auch Feuer. Also sehr ähnlich wie die drei der Stäbe. Und wir haben wieder den Prinz der Schwerter, ja, Prinz der Schwerter. Und in diesem Deck, und das ist, finde ich, voll krass, also in diesem Deck ist da auch eine Frau abgebildet, obwohl es eigentlich der Prinz der Schwerter ist. Also ich habe den Eindruck, dass beide Gruppen vielleicht wirklich so ihre Gemeinsamkeiten haben. Es geht darum, um eine neue Chance, um vielleicht einen Neuanfang in Sachen, weißt du, in Themen wie Gefühle. Kann auch Liebe bedeuten. Wenn es Liebe ist, dann musst du mal gucken, mit wem du dich da datest. Es kann gut sein, dass da auch so relativ unreife Leute sind, die vielleicht dir eigentlich nicht wirklich was Gutes wollen oder halt dich vielleicht irgendwie ein bisschen, naja, an der Nase herumführen könnten, okay? Also das ist einfach so eine Tendenz, die mir hier noch stark kommt, dass ihr einfach aufpasst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Das ist so das, was mir ganz stark reinkommt. Also die Sorgen sind hier im emotionalen Bereich. Das kann für manche von euch die Liebe tatsächlich bedeuten, eine neue Beziehung. Für andere kann das auch einfach Sorge sein oder wirklich so in Richtung Depression und Verstimmung einfach. Aber trotzdem, mir liegt hier auf jeden Fall eine neue Chance. Vielleicht wollt ihr etwas Neues beginnen, etwas Neues anfangen. Der Anfang liegt mir hier schon. Aber der ist so, weil das finde ich jetzt auch mehr, sehr interessant. Wir haben hier einmal, weißt du, die 9 der Schwerter. Dann liegt mir hier das Ass der Kelche. Dann liegt mir hier das Ass der Stäbe. Und hier liegt mir wirklich diese Schwerterkarte. Und wir haben hier eine Schwerterkarte, da eine Schwerterkarte und hier die 9 Chancen in der Mitte. Das heißt, diese 9 Chancen werden von den Schwerterkarten, von den bösen, bösen Schwerterkarten, ja, so, werden die wie so gefangen gehalten. Weißt du, so als könnte so das Neue nicht so richtig rausfluppen. Okay? Vielleicht, weil wir... Das ist so, wir sind ja beim Thema Frau gerade so krass. Und wir stehen ja schon wieder vor einem Vollmond, ja. Wir haben ja bald wieder Vollmond. Also ich merke das schon wieder sofort, dass wir Vollmond haben irgendwie im Moment, ja. Also am 9. ist, glaube ich, Vollmond, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, weiblicher Zyklus, ne? Wir kennen es, Mädels. Okay, gut. Aber ja, wenn wirklich, wenn du etwas Neues gebären möchtest, ja, das muss ja kein Kind gleich sein oder so. Für manche von euch natürlich, für andere ist das vielleicht etwas Neues, wo du mit was Neuem mal raus willst, wo du etwas beginnen willst, was vielleicht wirklich ein neuer Weg ist, was dir wieder neue Lebenskraft gibt, was dir neue Vitalität und Gesundheit gibt, weil das ist ja das erste Stäbe, was deine Gefühle wieder harmonisiert, ja. Es ist immer noch von diesen dunklen Wolken umhüllt. Und da musst du einfach mal gucken, was das am besten, was das für dich persönlich dann bedeutet, weil es ist halt schon wieder in einer ja, allgemeinen Legung ja wieder so und so. Also eine persönliche Legung würde ich dir hier ans Herz ergeben, zum Beispiel, weil das hier auch wirklich so ein bisschen schwierig aussieht. Aber ich schaue bei dir jetzt einfach nochmal rein, was könntest du wirklich für dich also dir Gutes tun in dieser Woche, damit, damit du da rauskommst, ja. Also jetzt finde ich das auch nochmal ganz wichtig, auch gerade für euch hier zu gucken, falls es wirklich auch irgendwie sowas ist, was euch doch sehr, sehr stört oder euch dann nicht weiterkommen lässt. Schau auch mal auf meiner Webseite, da habe ich auch noch einige Tools und Sachen und Angebote. Vielleicht wäre ja da was dabei. Ja. Also, was kannst du tun für dich, damit du besser in diesen Neuanfang reinkommst, falls dich etwas blockiert? Und da habe ich hier zum Beispiel
Die zwei der Stäbe, das ist eigentlich die Unentschlossenheit. Ich möchte drei Karten ziehen. Hey, drei der Kelche. Und wir haben hier den Teufel. So, und der Teufel sagt mir einfach auch ganz klar, dich von Abhängigkeiten, dir eigentlich diese Schattenseiten, die da vielleicht noch sind, oder deine Schatten, oder einfach Dinge, die vielleicht im Verborgenen liegen, oder die dich klein halten, die man so verdrängt, weil sie so einen so übermannen könnten, weil sie negativ sind. Alles, was negativ ist, der ganze Müll, den du da irgendwie noch irgendwo staust, sag ich mal, sollte mal so richtig angeschaut werden. Trotzdem sagen die Karten hier noch nichts entscheiden in dieser Woche. Lieber nochmal sitzen mit dem Thema, lieber nochmal genau angucken, analysieren, wo liegt das Problem, das auch mal fühlen, wirklich sich hier hinzugehen und das Ganze zu fühlen. Auch diese Sorgen, ja, diese neun Schwerter auch echt fühlen. Also diese neun der Schwerter, die liegt mir hier meines Erachtens für euch nicht zufällig. Manchmal müssen wir einfach durch diese Dunkelheit gehen, einfach mal die Tränen fließen lassen und es einfach mal fühlen. Und wenn wir schon beim Thema Weiblichkeit sind, was ich jetzt hier so wie so ein roter Faden geht, das irgendwie durch das ganze Video heute, ja, sind, dann ist es ja auch eine weibliche Stärke, ja, die Tränen auch mal fließen zu lassen und auch mal zu fühlen. Und es gilt natürlich auch für alle, die hier zuschauen. Ist egal, ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist. Also mir tun zum Beispiel Männer leid, weil sie das nie durften, einfach mal zu fühlen und auch mal, weil Tränen reinigen. Ja, also irgendwie auch mal so ein Heulflash, der reinigt auch die Seele. Und das gönne ich auch jedem mal, weil das Leben ist nicht nur rosarot. Und gerade diese Probleme, die sollten halt hier wirklich noch angeschaut werden. Das ist halt der Teufel, der zeigt mir, dass du vielleicht wirklich in so einer Zwickmühle bist. Vielleicht einfach nochmal das nochmal fühlen und trotzdem aber auch in die Lebensfreude zu gehen. Und wir haben hier die drei der Kelche und die sagt mir, lass auch mal drei, ja, fünfe gerade sein und genieß die Woche auch. Mal gucken. Das Ass der Kelche kommt mir auch noch rein, dass du dir auch Hilfe holen kannst, auch Hilfe bekommst, wenn du willst, vielleicht bei guten Freunden, vielleicht bei Leuten, die dir auch gut helfen können, die auch das Herz auf dem rechten Fleck haben, ja. Und da würde ich auch nach dem Bauchgefühl gehen, falls du dir da jemanden suchen möchtest. Bauchgefühl ist eh das Beste einfach, ja, also. Und ja, also es gibt auch wirklich coole Leute auch in deiner Umgebung, die dir helfen können. Ich würde halt die Spreu vom Weizen da so unterscheiden. Ja, so, das ist ganz klar. Was mir hier noch voll reinkommt, ist vielleicht so eine Sucht nach. Und es ist auch wieder bitte unterscheiden, gell? Also wenn jetzt nicht alles auf dich zutrifft, das ist eine allgemeine Legung, das ist ganz wichtig. Also ja, also mir kommen spontan, intuitiv Dinge rein, aber das muss jetzt nicht immer auf dich zutreffen. Das kann auch dann einfach auf jemand anderen zutreffen und das nächste, was ich sage, kann dann wieder auf dich passen, weil es ersetzt halt nicht die individuelle Legung. Was mir hier noch voll reinkommt, ist Beziehungssucht. Dass vielleicht jemand einfach mit jemandem zusammen ist, nur um mit jemandem zusammen zu sein. Und genau da, falls das jetzt auf jemanden zutrifft, der hier zuschaut, ist das voll mega geil, echt durch die Scheiße zu gehen alleine und diese Einsamkeit einmal so voll zu leben. Mir fiel das mal eine Zeit lang furchtbar schwer, aber man wird kreativ dadurch und macht auch zum Beispiel viele Sachen, wie zum Beispiel der Kanal ist auch so entstanden, dass ich da auch mich mal gestellt habe, meinen Gefühlen. Das ist noch das, was mir hier noch sehr, sehr kommt. Ja, und nicht verzagen und trotzdem auch fröhlich bleiben mit den drei der Kelchen. Und da mir schon der Neuanfang hier liegt, wird er auch passieren, ganz, ganz sicher, ja, weil sonst würde der mir hier nicht liegen und auch nicht zweimal mit zwei Karten, die einen guten Neuanfang symbolisieren. Im August haben wir Merkur wieder rückläufig und so ganz wichtige Entscheidungen, die müssten eigentlich noch reifen im Unterbewusstsein, bis sie dann wirklich mal rauskommen können, dann so ab Herbst. Das ist das, was mir hier noch so ganz stark reinkommt. So, meine Lieben, also das war auf jeden Fall hier euer Wochenorakel. Und genau, jetzt möchte ich euch gerne noch weiter informieren über alles, was ich so anbiete.
Ich befinde mich gerade in Zürich in der Schweiz. Bei mir kannst du eine persönliche Kartenlegung buchen. Also wie gesagt, ich bin zertifizierte Kartenlegerin. Das kannst du auf meiner Website auch alles ganz genau nachschauen. Und ich vergleiche auch, mache das echt akribisch und genau mit der Numerologie, auch mit der Astrologie, mit dem Human Design System. So wie ich es halt gerade auch so finde und intuitiv reinkommt mir, wie es für dich echt am besten Klick macht und auch Sinn macht, damit wir dich wirklich auf einen guten, ja, ich sag mal, wahrscheinlich auf einen guten Weg bringen. Wird ja kein Zufall sein, wenn du dir da Rat holen würdest. Zum Beispiel für die, die das gerne haben möchten. Da langt es mir einfach, eine E-Mail zu schreiben. Du bekommst eine Info-Mail. Ein Info-Video über Beratung ist sowieso auch auf meiner Webseite. Da kannst du dich gern einfach mal umschauen, wenn du willst. Dann zum Zweiten, ich bin seit über 10 Jahren auch, also auch mit der Spiritualität bin ich auch seit sicher mehr als über 10 Jahren da jetzt irgendwie auch intensiv unterwegs, ja. Und auch seit über 10 Jahren bin ich Sängerin und auch Gesangs- und Klavierlehrerin, ja. Das heißt, du kannst auch Gesangs- und Klavierstunden bei mir buchen. Das geht online alles, also sämtliche Beratung und auch Unterricht geht online, aber auch hier in Zürich in der Schweiz. Und da zum Beispiel kannst du mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Dann als nächstes habe ich auch noch ganz wunderbare Möglichkeiten, um die Gesundheit im Allgemeinen wirklich verbessern zu können. Da kannst du auch Informationen bekommen, wenn du das möchtest. Und zum Vierten, ja, auch noch dein Einkommen zu verbessern auf so eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise, die auch wirklich jedem behilflich sein kann. Das sind so meine Angebote. Wenn dich irgendwas interessiert, dann schreib mir einfach ungeniert. Die E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox, sowie auch meine Webseite. Genau, also ich denke, das wäre es auch schon. Ich danke dir sehr fürs Einschalten. Vor allen Dingen bitte, bitte like mein Video und abonniere den Kanal. Weißt du, dann weiß ich auch, hey, es guckt jemand und wie cool. Und dann mache ich auch sehr gerne auch viel Gratis-Content. Ich habe auch sehr viele informative Videos hier auf meinem Kanal. Da kannst du dich einfach mal auch mal durchklicken, wenn du da Lust hast, ja? Genau, und jetzt herzlich willkommen und ich lade euch ein, hier lade dich ein zur Musik. Und ich wünsche euch wirklich eine Bombenwoche im positiven Sinne, logischerweise, und wirklich eine tolle Zeit. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Thank you.